Podcast Camping, Vanlife und Co. mit Hans und Tobi. Servus, liebe Campingfreunde, zu einer neuen Folge vom Camper Talk Podcast mit mir, dem Hans, und natürlich mit dabei der Tobi. Moin zusammen. Servus, Tobi. Heute haben wir uns wieder eine richtig tolle Folge für euch überlegt. Geht's mal ein bisschen ins Detail beim Thema Elektrik. Wir wollen ein bisschen die Elektrik Basics mit euch durchsprechen. Was gibt's denn so alles am Fahrzeug? Wie versorgen wir das Fahrzeug mit Strom? Was haben wir für Verbraucher und auf was muss man so ein bisschen achten? Das ist absolut unser Thema, weil wir gaslos sind und wir haben nur Strom im Wohnwagen. Wir haben gar nichts anderes. Also kein Gas oder irgendwas anderes, sondern wirklich nur Strom. Das ist mein Thema. Also ich hoffe, ich kann damit reden. Da bin ich mir ziemlich sicher, Tobi. Da hast du bestimmt auch schon die ein oder anderen Erlebnisse gehabt, wo vielleicht die Stromversorgung dann nicht so ganz gegeben war. Thema Absicherung auf dem Platz. Da muss man schon mal schauen, dass man sich die richtige Parzelle vorab holt, oder? Absolut, da achte ich immer drauf. Zum Glück haben wir noch kein Problem gehabt, aber ich achte darauf, dass wir also Minimum 10, eher 16 Ampere haben. Denn wir haben ja wirklich alles drüber laufen und wenn wir mal unser Induktionskochfeld anmachen oder auch die Heizung, / Klimaanlage läuft, dann läuft da schon so ein bisschen Strom durch. Aber fangen wir doch erstmal damit an, wofür haben wir überhaupt einen Strom im Camper? Ich würde da unterscheiden zwischen in den meisten Campern und in unserem Camper, weil wir haben natürlich ein bisschen mehr noch. Grundlegend, erste, was man so meistens hat, ist Licht, Wasserpumpe und teilweise auch der Kühlschrank. Stimmt das oder kommt da noch was dazu, Hans, beim normalen Camper? Ja, normalerweise bist du schon gut dabei. Kühlschrank zumindest, wenn er nicht direkt über Gas läuft, dann hast auf jeden Fall dann meistens über Strombetrieb. Ja. Und die Beleuchtung im Kühlschrank, die wird wahrscheinlich in den meisten Fällen immer dann über Stromversorgung laufen, wenn man die gerne haben will. Zusätzlich die großen Stromverbraucher ist halt dann mit Sicherheit eine Klimaanlage, wenn man die verbaut hat. Und eine Heizung auch. Also wenn die über Strom läuft, die ziehen schon richtig was an Strom dann weg. Aber natürlich hat man auch viele kleine Verbraucher im Wohnwagen, die man auch gern beim Camping dabei hat. Da hat jeder ein bisschen andere Vorstellungen. Vielleicht hat der ein oder andere ein TV-Gerät dabei. Wir können jetzt da nicht dazu. Ich glaube, ihr habt auch keinen dabei, Tobi, oder? Nee, wir nutzen auch nur ein Tablet zum Fernsehen gucken. Von dem her hat man da dann schon ein bisschen weniger Verbraucher wieder. Bei der Beleuchtung, wo du am Anfang erwähnt hast, das auch so. Je nachdem, ob man noch ein älteres Fahrzeug ohne LED-Technik hat, dann ist ein bisschen weniger Verbrauch dann mit LED. Also macht schon Sinn, dass man da vielleicht aufrüstet auf LED-Technik, um sich da ein bisschen Stromkosten zum Sparen. Ihr habt ja dann so ein tolles Induktionskochfeld bei euch drin. Das habt ihr, glaube ich, sogar schon mal einmal erweitert oder umgebaut, oder Tobi? Ja, genau. Wir hatten zuerst ein normales Ceran, also Glaskeramik-Kochfeld drin. Das hat auch gut funktioniert, aber das kennt man noch von früher. Zumindest ich kenne es noch von früher zu Hause. Ich hatte das auch. Und es sind diese rot glühenden Felder, die so rot leuchten sozusagen. Die sind auch gut, aber so ein Induktionskochfeld ist schon nochmal deutlich schneller. Das haben wir umgestellt, haben wir uns ausgetauscht. Denn der neue Karasitu, also der 2022er Modell, wir haben das 2021er, das hat das von Anfang an schon drin und nach ein bisschen Recherche, man konnte es relativ einfach mit 2-3 Handgriffen austauschen. Das haben wir auch gemacht. Hat sich gelohnt. Wir haben es schon getestet. Es ist wirklich praktischer. Wird vielleicht dann eventuell noch mehr Strom aufnehmen, oder? Wenn es schneller auf Temperatur kommt, könnt ihr mir vorstellen, Temperatur kommt ja meistens von der Energieumwandlung, wird es wahrscheinlich noch höheren Verbrauch haben, oder? Ja, ich glaube gar nicht. Ich glaube, die Energieumwandlung ist einfach nur effektiver dabei, weil man das Ganze ja über elektromagnetische Wellen macht. Darüber geht es in der Regel und das ist einfach, glaube ich, effizienter, wenn man die richtigen Töpfe hat. Und man muss aber darauf achten, dass die richtigen Töpfe sind. Glaskeramik hat, glaube ich, noch mehr Verlustleistung im Kochfeld drin. Aber nagel mich nicht darauf fest, da bin ich kein Fachmann drin. Ich glaube aber, die haben nicht so viel unterschiedliche Leistungen. Es hat aber das Kochfeld 3,5 kW, also auf dem einen 2, auf dem anderen 1,5 kW. Das zieht dann natürlich schon ein bisschen. Ja, aber dann habt ihr auf jeden Fall gut modernisiert in die neueste Technik. Wir haben zu Hause ja alles auf Induktion dann umgebaut, wenn wir die neue Küche geholt haben. Also von dem her, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Und wenn es da die Möglichkeit gibt, das auch im neuen Wohnwagen zu haben, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Ich bin ja auch so ein kleiner Bastler. Ja, das gehört dazu beim Wohnwagen auf jeden Fall. Also wir haben jetzt Licht und Wasserpumpe war auf jeden Fall dabei. Kühlschrank, das wollte ich nochmal ganz kurz ansprechen. Du hast eben Gas angesprochen. Wir haben einen Kompressorkühlschrank bei uns drin. Das ist ein Anführungszeichen ganz normaler Kühlschrank wie zu Hause. Der läuft bei uns über Strom und zwar immer. Wir haben also kein Gas. Gaskühlschrank war ein Absorber. Kannst du vielleicht nochmal erklären, wie das funktioniert? Ja, genau. Beim Absorber hast du dort hinten wieder andere Kühltechnik drin, die dann eben über das Gas halt, über den Wärmetauscher dann den Kühlschrank runterkühlt. Also da braucht man dann gar keinen Strom dafür. Das geht dann rein über deine Gasversorgung am Campingfahrzeug. Sehr praktisch für autark oder auch für unterwegs, also wenn man keinen Landstrom hat.
Auf jeden Fall. Hauptproblem immer bei den Absorbern ist halt einfach, dass die Wärme teilweise hinten nicht wegbringen, dass man dann zusätzlich einen Lüfter verbauen muss, um die warme Luft hinten abzutransportieren. Und da braucht man dann natürlich auch schon wieder Strom, um den Lüfter zu betreiben. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, das habe ich schon öfter gehört, dass die Absorberkühlschränke nicht ganz so gut sein sollen, also nicht so effizient, nicht so stark oder schnell kühlen können. Da habe ich bei unserem nichts Negatives feststellen können. Der ist zum einen sehr gut isoliert, also wenn wir kalte Sachen reinpacken, ist das wie eine schöne Kühlbox, und zum anderen läuft der auch echt gut. Das heißt also, wenn wir ihn anmachen, ist der sehr schnell kalt. Wir haben ein Gefrierfach mit drin und auch da haben wir sehr schnell einen Eiswürfel oder ähnliches hergestellt. Also das ist schon wirklich praktisch. Das ist aber bei uns, wie gesagt, das, was wir auf jeden Fall haben. Wir haben alles elektrisch und da gehört das natürlich auch dazu. Was mir noch eingefallen ist, was man mittlerweile auch häufiger mal hat, vor allem bei so, ich sag mal, hochklassigen Fahrzeugen, ist eine Fußbodenheizung, und die läuft, glaube ich, da auch elektrisch. Außer man hat eine alte, ich glaube, die gibt es auch mit Wasserfußbodenheizung, aber die meisten sind elektrisch. Ja, genau, Tobi, da bist du richtig informiert. Alte wäre die Alternative mit der Warmwasserfußbodenheizung, aber ansonsten dann rein elektrisch. Und das macht dann auch wirklich nur auf gut abgesicherte Plätze Sinn. Wenn man dann alles auf Elektrobetrieb hat, wird es dann auch selbst mit der größten Absicherung irgendwann mal eng. Definitiv. Gerade beim Wintercamping wird ja teilweise der Strom dann auch separat abgerechnet, und wenn man dann so viele elektrische Verbraucher hat, kann der Spaß dann schon teuer werden. Dann macht es vielleicht nicht mehr ganz so viel Freude, im Winter campen zu gehen. Absolut, da achten wir auch immer drauf. Der Strom auf Campingplätzen wird häufig einzeln abgerechnet und wir achten darauf, dass wir das möglichst nicht haben, dass wir also eine Pauschale haben, entweder pro Tag 2-3 Euro oder sowas, oder dass wir das einfach im Platzpreis mit drin ist. Wir hatten es aber einmal, dass es einzeln abgerechnet wurde, und das war auch noch einer der Sommertage, wo es so richtig heiß war und wir hatten die Klimaanlage doch jeden Abend laufen. Hat aber wirklich also geklappt. Ich bin am Ende nicht umgefallen, sondern ich kann nicht mehr genau sagen. Ich glaube, 3 Nächte waren es dann irgendwie 6 oder 8 Euro oder sowas. Also vollkommen in Ordnung und wäre jetzt bei einer Pauschale auch nicht viel günstiger gewesen. Teilweise hat man dann auch noch ein paar so Luxusverbraucher mit dabei. Die habt ihr vielleicht auch das ein oder andere Mal im Einsatz, wie der Föhn. Der hat halt dann mal große Spannungsspitzen oder Aufnahme auf kurze Zeit. Den nutzt man ja nicht dauerhaft. Ja. Genauso wie zum Beispiel auch unsere Kaffeemaschine, die jetzt dann in Camper werden soll. Da muss man halt dementsprechend dann gut versorgt sein, um sowas dann auch mal betreiben zu können. Ja, die haben wir auch drin. Wir haben so eine Kapselmaschine und glaube, die zieht auch was weg. Aber ohne die würde ich das jetzt auch nicht machen wollen. Also ein Kaffee am Morgen ist schon was Schönes. Wir haben gerade mal so ein bisschen darüber gesprochen, was alles mit Strom läuft im Camper. Was mir aufgefallen ist, es gibt 2 verschiedene Spannungen dabei. 230 Volt, Landstrom auch bezeichnet, weil wir das, wenn man angelandet ist, als wenn wir ein Schiff, ja, was anlegen würde, mit dem Wohnwagen auf dem Platz ist und dann seinen Stecker in die Steckdose steckt, dann kriegt man 230 Volt wie auch zu Hause aus der Steckdose. Dazu gibt es dann noch 12 Volt Fahrzeugspannung. Das ist das, was man vom Auto bekommt. Dafür überläuft auch ein Teil der Dinge. Was worüber läuft, können wir gleich mal drüber reden. Was ist denn der Hauptunterschied dabei und warum macht man das überhaupt so? Ja, genau, Tobi. Also 230 Volt Versorgung holt man sich direkt an der Versorgungssäule auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz und versorgt damit sein Fahrzeug. Da kommt man nicht drum rum, um die Spannung so ins Fahrzeug zu bringen. Alternativ bei den Wohnmobilen und Campervans ist dann eine Aufbaubatterie verbaut. Da läuft das System dann über die 12 Volt, kann man natürlich dann das ganze Jahr autark betreiben und auf den Landstrom verzichten. Müssen halt alle Verbraucher dementsprechend im Fahrzeug auch auf 12 Volt ausgelegt sein oder das Ganze nochmal über einen Wechselrichter wieder auf 230 Volt umgewandelt werden, um die Kaffeemaschine oder Föhn oder ähnliches zu betreiben, die es dann nicht auf 12 Volt gibt oder teilweise dann nur exorbitant teuer im Campingzubehör als Spezialprodukte. Okay, weil das wollte ich nämlich gerade fragen, wofür was ist. Also ich habe es bei mir schon ein bisschen rausgefunden, dass bei uns zum Beispiel die Heizung ist ein 230 Volt Gerät, ist auch logisch, das ist so eine Wärmepumpenheizungsklimaanlage, die muss 230 Volt haben. Unser Kochfeld ist auf jeden Fall 230 Volt, da habe ich auch noch keine 12 Volt Variante von gefunden. Was sonst noch meistens sind, also diese Haushaltsgeräte, du hast eben schon mal die Kaffeemaschine angesprochen, die ist bei uns auch 230 Volt. Ich weiß, dass es Fernseher in 12 Volt gibt und ich weiß, dass das ganze Licht bei uns 12 Volt ist. Das habe ich rausgefunden, weil ich irgendwann mein Auto angesteckt hatte und dann ein Teil der Geräte lief. Also ich konnte Licht anmachen. Ich habe die Wasserpumpe gehört, weil ich habe vorher vergessen, die Wasserhähne zuzumachen. Das haben wir aber in der 2-3 Folgen vorher schon mal gehört, wie die Steuerung der Wasserhähne funktioniert. Und auch mein Kühlschrank ging an. Und das hat mich überrascht und gefreut, denn ich wusste vorher gar nicht, dass mein Kühlschrank auf 12 Volt läuft. Aber der kann 12 und 230 Volt. Das ist echt praktisch. Ja, das ist tatsächlich eine praktische Sache. Gibt da genug Kompressor, Kühlboxen und ähnliches mittlerweile, die auf 12 Volt laufen. Also das System ist da ausgereift, das funktioniert ganz gut. Und auch wenn man einen Absorberkühlschrank hat, gibt es die Möglichkeit, dass man den während der Fahrt dann auf 12 Volt betreibt.
Der hat nur dann keine effiziente Kühlleistung mehr, sondern der hält mehr oder weniger nur die Temperatur im Inneren des Kühlschranks, aber kühlt nicht mehr weiter runter. Also ist dann eher nur so ein Erhalten wie ein Kühlen. Sollte davor schon zu Hause gut runtergekühlt werden, wenn man den dann eben über den 13-poligen Stecker dann am Kfz während der Fahrt versorgen möchte. Ist aber nicht unpraktisch, wenn man eine längere Fahrt hat, auch mal im Sommer, wenn es warm ist, dass der Kühlschrank einfach mitkühlen kann. Wir haben es jetzt noch nicht so viel genutzt, dass der Kühlschrank kühlt, weil wie gesagt, der isoliert ganz gut und wenn wir kalte Sachen drin haben, bleibt das kalt genug. Aber es ist gut zu wissen, vor allem wenn wir jetzt im Sommer mal länger unterwegs sein werden oder von Platz zu Platz fahren, dann ist es bestimmt praktisch, wenn der auch einfach weiterlaufen kann, über das Auto versorgt wird. Weil noch haben wir keine Batterie drin. Ja, nochmal ein bisschen zu dem Thema Absorberkühlschrank, wenn wir schon dabei sind, kann man da vielleicht ein bisschen ausschweifen dazu. Theoretisch könnte man den auch übers Gas während der Fahrt laufen lassen, wenn man eine Crash Control, also eine Duo oder eine Monocontrol an die Gasflaschen angeschlossen hat, dann dürfte man das Ganze sogar auch während der Fahrt betreiben, weil die Flaschen dann eben bei einem Unfall sich abkoppeln würden und dadurch halt dann keine Explosion oder Ähnliches entstehen kann. Und dadurch hätte man halt dann auch die volle Kühlleistung während der Fahrt über den Gasbetrieb. Das wäre auch so eine Option, die wo zum Teil bei Wohnwagen und Wohnmobile halt so umgesetzt wird. Das ist sehr praktisch. Ich vermute auch, dass der Kompressorkühlschrank, den ich habe, auf 12 Volt weniger Leistung bringt als auf 230 Volt. Bis jetzt hat es gereicht. Wir haben es aber, wie gesagt, nicht viel getestet. Ich werde, wenn wir es testen, auf jeden Fall mal berichten. Ja, definitiv. Das ist eine interessante Sache, wie es dann funktioniert. Aber ich habe da bis jetzt auch nur Positives gehört. Also ich glaube, das müsste auf 12 Volt auch ganz gut funktionieren. Und demnächst im neuen Camper werden wir es dann selber mal austesten. Dann können wir auch mitreden. Oh, da bin ich sehr gespannt. Wenn wir also jetzt 230 Volt und 12 Volt haben, zwei verschiedene Netze da drin haben, wie kriegen wir da jeweils den Strom rein oder wo kriegen wir welchen Strom her, beziehungsweise wenn wir was anschließen, welchen Strom haben wir dann? Meine Güte, was für ein Satzbau. Ich weiß, dass wir am Platz, entweder am Stellplatz oder am Campingplatz oder auch wenn man irgendwo parkt, seinen Wohnwagen in seinem, weiß ich, Winterquartier stehen hat, da hat man offene Steckdose hier, kann man den Strom rausholen, das heißt Steckdose anschließen und ab geht's. Ich habe schon viel gesehen auf Campingplätzen. Wir haben uns ein vernünftiges Kabel gekauft, auf dein Hinraten hin, Hans, und weil ich gesagt habe, wenn wir schon voll elektrisch waren, kann ich da nicht mit so einem billigen Baumarktkabel ankommen, sondern will was Vernünftiges haben. Da gibt es ja eine tolle VDE-Norm dafür. Also man hat da eigentlich gar nicht viele Möglichkeiten. Wenn man das Ganze fachgerecht lösen will, dann muss man der VDE-Norm 0100 Teil 708 mal ein bisschen schlauer machen. Und da wird ganz klar festgelegt, welches Kabel man denn so auf dem Campingplatz einsetzen darf oder muss. Und da braucht man ein Kabel, das hat drei Adern mal 2,5 Quadratmillimeter Querschnitt. Also drei Adern mit jeweils 2,5 Quadratmillimeter Litzenquerschnitt ist da vorgeschrieben. Und das Ganze muss eine Gummischlauchleitung sein, auf der dann die Bezeichnung H07RNF draufsteht. Das ist quasi die Beschichtung und die Beschaffenheit von der Gummileitung. Die ist dann ziemlich robust und knickbar. Man kann da auch mit dem Auto drüber fahren, das macht ja alles nichts aus. Und ist da fest vorgeschrieben. Alternativ gibt es auch die tollen bunten Polyurethanleitungen, die man oft auf dem Campingplatz sieht, in Blau, Orange oder andere Farben. Die haben dann die Bezeichnung H07BQF. Die haben dann eben außen ein bisschen eine glattere Beschichtung, die man leichter pflegen und sauber halten kann. Also da ist man auch ganz gut beraten, wenn man da ein paar Euro in das investiert. Da hat man dann länger was davon und alle anderen Mitcamper sind dadurch auch gut geschützt. Und so teuer sind die gar nicht. Also wir haben ganz am Anfang habe ich einfach gedacht, ach Kabel, kaufe ich irgendein Kabel, bin im Baumarkt gegangen, habe mir dann meine, weiß ich nicht, 15 oder 20 Meter Kabel geholt mit Schuko-Steckern beidseitig. War beim Wohnwagen, waren diese Schuko-CE-Adapter dabei und ich dachte, komm, das wird ja passen. Und als wir gesprochen haben, kam ich dann auch drauf, naja, wird sicherlich irgendeine Norm geben. Und dann habe ich ja halt direkt mal nachgeguckt und das Kabel, das ich hatte, hatte 3x1,5 Quadrat. Das ist das, was man auch sehr häufig bei im Baumarkt gekauften und für den Hausbedarf benutzten Verlängerungskabeln hat. Das reicht da auch oft aus, aber wir haben hier auch eine Dauerbelastung. Und wie wir eben drüber gesprochen haben, auch relativ viele Verbraucher, die auch relativ hochleistungsmäßig sind, also die relativ viel Leistung verbrauchen, wie zum Beispiel das Kochfeld. Und dann braucht man den ausreichenden Querschnitt dafür. Wir haben eine Polyurethanleitung, glaube ich, weil unsere ist wunderbar schön in Orange. Und ich glaube, das muss man in manchen Ländern auch haben, oder? Das ist teilweise Pflicht, also in die südlichen Länder, ich glaube in Italien müsste es Pflicht sein, dass es eigentlich orange ist. Da sieht man aber natürlich auch auf dem Platz alles Mögliche, nur nicht immer das, was vorgeschrieben ist. Aber spätestens, wenn halt dann mal ein Schadensfall da ist, dann ist halt das Geärmere wieder groß und von dem her holt es euch gleich was Vernünftiges, habt lange Freude damit. Dann gibt es halt auch noch die Problematik, wie du sagst, mit den 1,5 Quadrat, das wird schon ganz gut funktionieren. Aber wir dürfen ja hier Kabel bis zu einer Länge von 25 Meter benutzen. Und der Schutzleiter muss natürlich auch wieder dementsprechend schnell den FI am Platz auslösen, also den Federstromschalter, wenn dann doch mal irgendwas passieren sollte.
Und je dünner der Querschnitt ist, desto länger und schlechter geht die Rückmeldung halt und verzögert das Ganze. Und dann können halt da auch größere tödliche Schäden mehr oder weniger entstehen. Also es macht schon Sinn, die 3x2,5 Quadratmillimeter bei so einer Länge von einem Kabel, dass das alles vernünftig aufeinander abgestimmt und dimensioniert ist. Absolut. Und die 25 Meter Länge braucht man auch häufig. Wir haben auch 25 Meter Kabel dabei. Das hört sich sehr lang an, aber je nach Platz braucht man das dann doch. Wenn wir jetzt nicht genug haben, also wenn das weiter weg ist, kann man dann irgendwas machen oder muss man dann wirklich einfach was basteln? Ja, da hast du schon recht, Tobi. Also 25 Meter sind schon in der Regel die meisten Plätze, dass man die auch wirklich braucht. Wir waren auch schon auf viele Plätze da, wo die nicht gereicht haben. In Deutschland ist mittlerweile eigentlich alles ganz gut ausgebaut, weil ja jeder auch die Normen kennt und immer wieder drüber geredet wird. Wird da schon geschaut, dass die Parzellen in die 25 Meter Reichweite zu unserer Stromversorgung sind. Aber gerade wieder in die südlichen Länder, da wird da teilweise ganz locker das gehandhabt und da reichen halt dann oft die 25 Meter nicht. Natürlich gibt es da Verbindungsmöglichkeiten, also wasserdichte Hüllen, um die Verbindung dann abzumdichten, wenn man zwei Kabel miteinander verbindet. Macht auf jeden Fall Sinn, dass man das dann zumindest macht. Zulässig ist es so oder so nicht, aber zumindest kann man sich und das Kabel und sein Fahrzeug da ein bisschen schützen, dass man da keinen Kurzschluss drauf kriegt, wenn dann doch mal der Regen oder Ähnliches kommt. Und gerade auch deine vorher erwähnten Adapter, die machen schon aus, weil es gibt ja doch noch viele Länder, da wo kein CE-Stecker, der normal auf unsere deutschen genormten Kabel drauf ist, sondern ein stinknormaler Schuko-Stecker, wie man im Hausgebrauch kennt. Und da kommst du um den Adapter dann nicht drum herum, um dein Fahrzeug mit Strom zu versorgen. Ja, die fahren auch weiterhin mit bei uns. Also die liegen immer mit drin. Die habe ich dabei. Wir haben auch, glaube ich, ein 10 Meter Kabel immer dabei zur Sicherheit. Also normales Schuko-Steckerkabel. Aber in der Regel benutzen wir eigentlich das CEE, weil es halt hier überall vorhanden ist. Bei unserem CEE-Stecker haben wir, den wir in den Wohnwagen reinstecken, ein gewinkeltes Kabel. Das heißt also, wir können direkt, das geht direkt sauber nach unten, da steht kein Bogen oder sowas ab und haben dann noch einen Schuko-Stecker zusätzlich dran, wenn man mal draußen Strom braucht, da wir keine Draußensteckdose haben. Ist das ganz praktisch. Meine Frau wollte es unbedingt haben. Wir haben leider beide nicht dran gedacht. Unser CEE-Anschluss ist auf der Rückseite des Fahrzeugs. Also super praktisch ist es nicht, aber wir können dann trotzdem nochmal ein Kabel runterher schmeißen, hätten vorne trotzdem Strom, wenn wir es wollen. Ja, das macht jetzt dein 2,5 Quadratmillimeter Kabel jetzt auch schon wieder ein bisschen illegaler. Offiziell ist auch nicht mal die Abzweigung hier mit Schuko erlaubt an dem Winkelstecker. Aber natürlich eine praktische Sache, wird von vielen genutzt. Optimale Lösung wäre natürlich einfach eine Außensteckdose am Fahrzeug anbringen zu lassen. Die wird dann über ein FI im Fahrzeug nochmal separat geschützt und dann ist für Leib und Leben dann gesorgt und kann dann nichts mehr passieren oder schief gehen. Also bei der Bestellung am besten vom Fahrzeug schon einfach mal die Außensteckdose mit dazu bestellen. Die macht immer Sinn. Im Vorzelt braucht man mal eine Außensteckdose oder auch sonst, wenn man draußen am Fahrzeug was machen will, ist das immer eine praktische Sache. Und beim Kabelkauf am besten einfach ein durchgängiges 25 Meter Kabel ohne Abzweigung. Im Endeffekt gerne mit dem Winkelstecker, aber da sollte halt auch keine zusätzliche Schuko-Steckdose oder Ähnliches dran sein. Genauso bei den Kabeltrommeln ist das ganz genauso geregelt, soll eine durchgängige Kabeltrommel dann sein. Es gibt Kabeltrommeln, wo dann extra ein Stück Kabel dabei ist, das man dann mit dem Wohnwagen verbindet. Also diese Koppelstelle ist erlaubt, aber alles andere ist eigentlich nicht zulässig laut der DIN-Norm. Na toll, jetzt hast du mir wieder ein schlechtes Gewissen gemacht. Jetzt benutze ich diese Außensteckdose überhaupt nicht mehr gern. Aber zum Glück habe ich sie noch nicht benutzen müssen. Na gut, ich weiß es jetzt, es ist dran. Weil es dran ist, kann mich jetzt keiner belangen, glaube ich. Ich habe es ja nicht benutzt, sagen wir es mal so. Genau. Und wenn ich mal irgendwann ein neues Kabel kaufe, achte ich drauf. Du hast eben die Kabeltrommel angesprochen. Ich kenne das noch aus dem, ich sag mal, Hausgebrauch. Das hat mein Opa mir mal eingetrichtert, man soll die Kabeltrommel ganz abrollen, auch wenn man die gar nicht ganz braucht. Stimmt auch beim Wohnwagen, oder? Genau, da hast du recht. Dadurch hast du ja dann wieder die Spulenwirkung, wenn sie aufgerollt ist, erhitzt sich das Ganze. Das macht keinen Sinn, also immer ganz abrollen. Dann hat man da mehr Freude damit, bevor es abschmort. Das wollen wir nicht. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht vermeiden. Wenn wir schon dabei sind, ich habe mein Kabel, ist immer so aufgewickelt. Ich habe ja so ein loses Kabel. Das kann ich aber schon so in Schlaufen unterm Wohnwagen liegen haben. Das muss ich jetzt nicht über den ganzen Platz verteilen, damit das gerade oder möglichst nicht in Schlaufen liegt. Oder ist das auch schon ein Problem? Nee, das kannst du unten so liegen lassen. Da hast du ja normalerweise viel größere Wicklungen und hast ja innen drin dann auch keinen Kern, nicht, wo sich im Endeffekt die Temperatur bilden könnte. Logisch, der Kern macht es natürlich aus.
Jetzt haben wir Steckdose drin gehabt. Vielleicht noch ganz kurz eine Erwähnung. Wir haben es schon mehrfach gesagt, dieser CEE-Stecker. Wer noch nicht gesehen hat, das ist so ein blauer, dreipinniger Stecker. Ich nenne es mal drei Pinne, den man in Wohnwagen üblicherweise oder bei Wohnwagen oder ähnlichem üblicherweise hat. Das ist jetzt nichts absolut Spezielles, aber wenn er halt da ist, muss man einen Adapter dafür haben. Schoko passt da halt gar nicht. Genau, da kommst du nicht drum rum um den Adapter. Die einzige Möglichkeit, dann dein Fahrzeug so zum Versorgen. Ansonsten, wie gesagt, die Möglichkeit, über die Aufbaubatterie zum Arbeiten. Da wird dann aber der Wechselrichter öfters zum Einsatz kommen bei den Haushaltsgeräten, um die Spannung herzubringen. Und in umgekehrter Reihenfolge, wenn du dein Fahrzeug mit 230 Volt Landstrom versorgst, wird dadurch halt der Elektroblock im Fahrzeug gespeist und der wiederum wandelt das Ganze in 12 Volt System um und versorgt so dann die Verbraucher in deinem Fahrzeug. Also immer entweder in die eine oder in die andere Richtung muss der Strom gewandelt werden, um alle Verbraucher im Fahrzeug zufriedenzustellen. So ein Wechselrichter ändert also quasi von 12 auf 230 Volt um. Ich habe mich da schon mal ein bisschen schlau gemacht und habe gehört, die haben eine Verlustleistung. Das ist jetzt bei 230 auf 12 Volt nicht so wichtig, weil wir da ja genug Strom verfügbar haben. Wenn man über Batterie laufen lässt oder auch, also über Aufbaubatterie laufen lässt oder über die Autobatterie laufen lässt, kann das aber interessant sein und wichtig sein, weil das ist eine Verlustleistung dabei und die haben auch meist eine maximale Leistung, die die abkönnen, das heißt eine maximale Wattzahl, die die können. Genau, wenn man so sein Fahrzeug autark machen will, dann muss man da richtig Geld in die Hand nehmen. Also so ein Wechselrichter sollte normalerweise eine reine Sinuskurve erzeugen, das ist schon mal der erste Punkt. Die günstigen Geräte können das nicht, die machen einfach so ein Rechtecksignal, sage ich mal, mit dem die meisten Verbraucher, mit den modernen Verbrauchern nichts anfangen können, wo man seine Verbraucher im Endeffekt schädigt. Oder die halt dann gar nicht funktionieren. Und wenn man einen reinen Sinuswechselrichter in einer höheren Dimension haben will, wo man dann halt auch mal ein 2000 Watt Gerät anschließen kann, dann wird das schon richtig teuer und braucht halt auch dementsprechend genügend Versorgungsbatterien. Also einer normalen Bleibatterie oder Gelbatterie kann man die ja auch nicht richtig entnehmen. Die Spannung, die sind da gar nicht richtig dafür ausgelegt. Da geht es dann eigentlich schon immer in den Bereich Lithiumbatterie. Und man sieht, da kommt es von einer Komponente zur anderen. Es wird immer teurer. Lithiumbatterie, großen Wechselrichter. Das Ganze muss irgendwie gespeist werden. Wahrscheinlich über eine große Solaranlage oder einen Generator. Gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Aber so ein Setup, um autark zum Stehen, ist nicht ganz günstig. Oha, das schreit für mich nach einer eigenen Podcast-Serie. Meine Güte, ich habe mich nicht viel eingelesen bis jetzt, aber ich wusste schon, dass es recht viel ist. Du hast nochmal drauf gezeigt, wie viel mehr es ist, als ich vielleicht schon gedacht habe. Bleiben wir also dabei, wir haben Strom im Fahrzeug, es gibt 12 und 230 Volt, wir haben Landstrom oder Strom übers Auto, darüber kann man so ein bisschen kleine Autarkie schaffen während der Fahrt oder mal in der Pause, kann man die Toilettenspülung benutzen oder sowas. Und man könnte eine Batterie einbauen. Ich kenne das häufig mit der Batterie vom Mover, dass man da eine drin hat. Die kann man natürlich auch für Licht und sowas wie die Wasserpumpe nehmen. Aber für mehr reicht die eigentlich nicht. Und dann wird das Ganze nochmal ein richtig großes Thema, oder? Wir haben das damals auch so gelöst gehabt. Wir haben den Mover verbaut, haben dann nicht die Standard-Mover-Batterie verwendet, die oft da mitgeliefert wird oder angeboten wird zu den Mover-Systemen. Haben uns dann gleich eine größere AGM-Batterie verbaut, um eben auch autark stehen zu können. Das Ganze muss natürlich dann auch richtig dimensioniert verkabelt und abgesichert werden und am Elektroblock angeschlossen werden. Sollte natürlich alles eine Fachkraft machen, die sich damit auskennt. Ist nicht ganz ungefährlich. Das ganze System muss natürlich immer stromlos sein, wenn man daran arbeitet. Also ich glaube, das sollte jedem bewusst sein, der wo damit was selber zu tun hat und ansonsten Finger weglassen und zum Fachmann gehen. Dann kann man das ganze Fahrzeug dadurch auch mal ein ganzes Wochenende autark betreiben. Wenn man nur die normalen 12-Volt-Verbraucher nutzt, dann ist das problemlos über so eine Batterie möglich. Das Ganze muss natürlich auch wieder geladen werden, entweder dann halt auch über den Elektroblock, wenn der die Funktion hat, eine Lademöglichkeit anzubieten oder über ein zusätzliches externes Ladegerät. Wir hatten damals ein externes Ladegerät, um eine vernünftige Kennlinie für die AGM-Batterie zu erhalten, um die vernünftig laden zu können. Wow, ich dachte schon, ich könnte meinen Wohnwagen einfach auf Autarkie umbauen, weil ich brauche ja nur noch Strom. Ist doch schwerer, als ich es mir vorgestellt habe. Da würde ich sagen, Hans, sprechen wir wirklich nochmal in einer extra Serie drüber. Wenn ihr Lust dazu habt und da Fragen zu habt und euch das interessiert, haut's gerne mal in die Kommentare oder schreibt uns bei Insta, weil das müssen wir demnächst mal in Angriff nehmen, oder? Ja, tatsächlich kann man da richtig breit über das Thema sprechen, über die Details, wie das Ganze so aufgebaut werden soll, dass die Komponenten zueinander passen. Ich glaube, da bringt man eine richtig tolle Folge zusammen. Und wenn es uns ihr sagt, was euch besonders an dem Thema interessiert, dann tun uns wir auch ein bisschen leichter, auf euch einzugehen
und glaube, da haben wir alle mehr davon und mehr Spaß damit. Sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt auch ganz viel Einblicke in die Basics reingebracht von der Elektrik im Wohnwagen, Wohnmobil oder Campervan. Wenn da Fragen sind, gerne melden. Wir sind beides keine Elektriker. Wir haben ein, ich sag mal, gesundes Laienwissen, aber wir können sicherlich auch Kontakte herstellen zu Leuten, die richtig viel Ahnung davon haben und da euch dann bei Fragen weiterhelfen können. Hans, ich glaube, ich bin durch. Hast du noch was, was dazukommen soll? Ich glaube, wir haben das Wichtigste gesagt. Nicht vergessen solltet ihr vielleicht auch, wenn es auf dem Blatt steht, wenn ihr mit dem Wohnwagen unterwegs seid, euer Auto vom Strom zum Trennen, nicht, dass euch das leer zieht und ihr dann am letzten Tag das böse Erwachen habt und nicht mehr nach Hause kommt. Das ist ja so noch der kleine Tipp am Ende der Folge. Ich bin raus, servus, ciao. Ciao, dankeschön.